Guten Morgen. So. Oh, jetzt bringt die Kinder in die Kind in die Schule, die Frau zur Arbeit und dann mache ich den Stream wieder an und hoffe, dass alles funktioniert heute. Ja, es wird alles funktionieren, natürlich. Also wir sehen uns gleich. Bis gleich. Ja, jetzt schauen wir mal, ob die Kamera läuft lassen. No Signal? Nee, 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 nee. No Signal gibt es hier nicht. Den machen wir mal weg. Das ist schon in Ordnung. Machen wir das an. Ich habe nämlich die andere Kamera angeschlossen, weil, wie gesagt, die brauche ich ja hier in der Hand. Qualität des Bildes sieht nicht so gut aus irgendwie. Oder bilde ich mir das ein? Ich stecke nochmal um. Ich werde nochmal die Kamera hier ran. Sieht so ein bisschen schwammig aus. Steck nochmal die hier ran. So, ich schau mal oben, ob es funktioniert hat. Ist wesentlich besser, das Bild. Was ist da los? Was ist mit der Kamera los? Machst du gute Aufnahmen? Oder ist das jetzt beschissen alles, wenn ich das jetzt hernehme? YouTube bietet ja auch Stream an. Und dann werden wir das doch gleich mal probieren. Gucken mal. Kamera neu. Läuft! Hat Frühstückspause, der Gute. Bernardo, ich sitze noch bei mir in der Kammer des Schreckens. Ich muss jetzt erstmal runter gehen. Ist jetzt 53, 54. Jetzt sehe ich im Keller. Guten Morgen. Ich hoffe, die Kamera macht gutes Bild und einen guten Ton. Den muss ich jetzt austauschen, weil irgendwie hat sie eben kein so gutes Bild gemacht gerade. Also wenn nicht, dann wird der Vlog von heute nix. Mal hier sagen. Weil die Kamera sollte eigentlich streamen, aber irgendwie macht die, irgendwie hat die was, irgendwas war komisch mit der Einstellung. 2 Wochen Rad ist noch da, natürlich. Kam er erst dann erst. Wird in 2 Wochen erst abgeholt. Vorbereitet ist es. Fast fertig. Schaltwerk ist jetzt drin, aber ob das so funktioniert, müssen wir mal sehen. Wieso denn kein Ton? Die hat doch, das ist doch die andere. Das ist doch die, die immer funktioniert. Wieso funktioniert die jetzt nicht? Aha. Mal kurz Pause hier. Die Kamera ist jetzt meine Vlog-Kamera. Solange, bis ich mir eine neue GoPro kaufen kann, irgendwie. Also mal ein bisschen Geld sammeln. Kostet ja auch alle Geld, darf man nicht vergessen. Mal sehen. Der Rattenfalle! Das ist so, das ist klar. Jetzt müsste hier ein Haken dann kommen. Wusste? Du bist aber auch einer, Alter. Wirklich, Alter. Frankie, Ist das nehmen wir auf hier. Immer her. Hier willst du eine Immer her, haben, immer her. Was ist aber. los? So, so. Ah, jetzt entspannst du hier So. dann eine. So. Aber ganz softer, ne? Wenn ihr eine Idee kommt, dann schnapp! Boom! Kaputt. Gut. Ja. Was denn hier packen müssen? Was war das? Rechts! Aus! Matsch! Meinst du hier? Ja, meinst du nicht? Nee, ne? Fuß! Na, eigentlich ohne dieses Da ist. Zufall. Na ja, da ist doch nichts. Das ist super, ja. Das wundert mich eigentlich, dass ich hier rumspazieren muss. Ja, das ist auch nicht optimal, ne?
Ja, das ist so ein Sie dürfen das ja auch nicht ablecken können, einfach. Normalerweise müssen sie das ja abziehen. Und dadurch wird es ja jetzt ausgelöst. Die Wege, oder? Einmal auf der anderen Hauswand, also ja, da, wo sie neu gemacht haben, und dann den auf diesen Sims legen. Ja, weil die laufen auf diesen Stein lang. Da laufen sie lang, ja. Und einmal hier an der Hauswand. Wo bist du denn? Weil ich eine Ratte bin manchmal. Ach so. Manchmal bin ich eine Ratte. Ja, bitte, kein Problem. Kammerjäger. Tommy ist der Kammerjäger. Ja. Ich komme. Wolfgang, ich eile. Quasi. Schneller geht nicht. Bin jetzt aufgeregt. Was hat er denn? Mal hier. Die Mannschaft sich aus. Ab. Das war erst eine Aufregung. Das war ein Trauerspiel, wa? Ich hab's nicht gesehen, keine Ahnung. Hast du meine Fahrräder auch? Ich hab meine Fahrräder gekriegt, wa? Das ist viel, oder? Das war ein Trauerspiel. Ja. Ich bin nach Hause, ich war im Jagd nach Hause, ich bin nach Hause gekommen. Dann hab ich die Kippe so halb sechs mit dem Wechsel. Die Ende ist ja, aber ich war halt genau da. Ich sag ja, das ist. Die sind alle gucken. Die Straßen waren alle leer, wa? Sie sind alle gucken. Das ist der Thomas Müller. Es gibt nur einen Thomas Müller. Ich bin der Thomas Müller. Nicht anders. Was soll denn das? Du hast ohne dich gewacht gestern da. Du wie? Warst ja, faul. Du nee, ich war hier. Ich meine, ja, ich sage ja Quatsch, Thomas Müller. Ich meine, ja, es gibt nur mich. Es gibt ja nur den Thomas Müller. Ja, ja. Es gibt noch den Thomas, nicht. Der Arme hieß der Gärtner. Trump auf Crashkurs mit Harley Davidson. Die Welt kann so klein sein, war manchmal, wa? Und das gleiche sage ich nochmal in diese Kamera, ich hole mir jetzt einen Kaffee. Und dann mache ich es nämlich auch, wenn ich es in die Kamera sage. Dann kommt nämlich auch in den Vlog. Bis gleich. So, ich baue mir jetzt meinen Kaffee. Kaffee habe ich schon. Einen alten Becher habe ich, den muss ich mal ausspülen. Und dann halt noch Milch. Ich bin wieder da. So. Kaffeezeit. Lachte, völlige Lachte, Insuffizienz. Insuffizienz. Boah, Achtung, ich brühe auf. Ich brühe auf. Habe ich das schon gerührt? Ich würde gerne mit meinem Glas hingehen zum Bäcker. Stellt euch mal nebeneinander, sonst ist das albern. Das ist albern auch. Also ich würde gerne mit meinem Glas hingehen zum Bäcker und das dort befüllen lassen, aber das wollen sie nicht. Eventuell könnte mehr reinpassen, aber ich glaube, wir testen jetzt mal. Hier ist der Becher, da ist das Glas. Ich kippe, jetzt sieht doch ganz gut aus. Ist ein bisschen mehr Schaum, wäre das Ding voll. Also können Sie das ruhig auch ins Glas machen. Weil diese Becherverschwendung, die finde ich viel schlimmer als die Laktoseintolerant-Diskussion. Was hier an Kaffeebechern rumliegt, immer überall. Boah, ey. Das ist ja wirklich nur, das ist ja jetzt hier, wie alt wird so ein Kaffeebecher im Schnitt? 5 Minuten oder was? 10? Bei mir wird er ein Tag alt, aber bei den meisten eben nicht. Ich brauche mal sehr lange, um Kaffee zu trinken. Ja. Finde ich nicht gut. Jetzt quatsch ich doch zu der Kamera, siehst du, weil ich so gewohnt bin. Fülle ich aber noch auf mit ein bisschen Milch. Immer kostenfreier. Oh, ich muss auf Toilette. Oh. Viel Milch im Kaffee. Schmeckt man nicht mehr. Das Milch mit Geschmack, das ist richtig, aber so mag es der Tommy. Rad Nummer 1 am heutigen Tag. Meine Ran Rad. Anti-Diamant. Oh, ausgebaut. Und eingebaut wieder.
Mensch, kann ich mir sparen, wieder ausbauen. Das ist nicht mehr heilbar. Tada. Kann ich leider nicht verwenden. So, als nächstes haben wir hier ein Opfer von einer Pumpstation. Opfer einer Pumpstation. Zweimal Reifen, aufgepumpt. Bis es explodiert. Zack, Kammer raus, ist geplatzt, das war's. Na, da muss man natürlich drauf achten, so sieht es dann aus. Da muss man natürlich darauf achten, die Dinger bei den Felgen 3 Bar, dann ist schon grenzwertig und da muss man schon schauen, die rutschen halt raus und explodieren. Ist der Kollege mit seinem Look Carbonrad. Da habe ich auch gerade einer da. Haben wir mal wieder was etwas teureres zu sehen hier auf dem OP-Tisch. Im Operationssaal hier in dem sehr sterilen OP-Saal, wo von draußen ständig Dreck reinweht. Der Computer sieht schon schlimm aus. Hier steht hier gerade mal jetzt eine Stunde oder was? Mal zwei. Er ist schon voll eingedieselt. Leuchtet! Achso, ausmachen. So, ich baue jetzt das Klappi hier ein bisschen auf. Also aufbauen ist zu viel gesagt. Ich werde jetzt ein bisschen aufpumpen, kurz Service machen, anschauen, wie fit das ist. Und dann geht das auch in die Vermietung. Ganz einfach. Klappi-Vermietung. Ah, und ich muss die Gummis verschicken. Oh Gott, siehst du? Ja, ich muss die verschicken. Da sind sie, die letzten Gummis dieser Art. Total genial. Für Klapprad. Eingehangen. Geniale Qualität, richtig schönes Stück. Und nagelneu. Für ein Klapprad-Fan hier holt richtig hier. Ich komme gleich, ich hab's nicht vergessen. Ah, sieht immer schlimm aus. Dit.
Wo musst du hin? Ja, Fusion. Moin. Moin. Na gut. Kollege Wächtenbrink. Das hier, das musst du halt neu kaufen. Das hier kostet 16 Euro, 17 Euro. Guck mal, wie das abblättert. Das ist, naja, grandios. Cool. Und ich habe dann noch eine Frage. Das war geklappt. Jetzt bringe ich erstmal das Ding weg. Oh Mann, ey. Paket wegbringen. Hier ist der Kettenschutz. Ich zeige noch mal im Vlog. Schaut mal, original. 80er Jahre im perfekten Zustand mit Staub und Dreck und Lagerspuren. Also nicht mehr perfekten Zustand, aber dennoch perfekt erhalten. Also nicht gebrochen oder so. So ein grün Metallic oder sowas. Das ist jetzt so ein leichtes grün Metallic, würde ich denken. Jo, hab ich da. Der Carsten, der hat mir vorbeigebracht. Sportalbum der Radwelt. Finde ich gut. Mit schöner Werbung drin hier. Torpedo, bester Freilauf. Astoria, Freilauf Bremsnarbe. Geile Werbung. Wow. Simson und Co. Waffenfabriken, Simson und Co. Flott weg. Ludwig Holbein-Entwurf. Geil. Geil. Die Werbung ist ja der Hammer. Corona-Fahrräder, leicht laufen, zuverlässig, dauerhaft im Krieg ausprobiert. Geile Corona-Werbung drin. Geil. Tüchtet an. Nehm ich. Corona. Von 1920. Oh, ist geil. 22. Schittig. Nehme ich natürlich. Nehme ich. 1915. Kundschaft. Und auch sie hat an mich gedacht, es gibt etwas zu essen. Schnabulieren. Sie muss Besteck holen. Oh mein Gott, sie ist wieder weg. Ja, sie hat doch nicht an mich gedacht. Sie ist gleich wieder da. Siehst du? Deswegen lohnt sich das zu warten. Wurde ja schon gefragt, wann ich Mittag mache. Ja. Kommen wir ja nicht dazu. Ich habe zwei Rotcruiser gefunden in meinem Repertoire, die ich denn darauf stecke. Auf das Rad hier. Allerdings nicht Weißwand. Schwarz. Aber das ist auch in Ordnung. Das mache ich nach dem Essen. Jetzt gibt es erstmal was Leckeres zu essen. Oh, das ist mein Frühstück quasi. Ich habe ja heute noch nichts gegessen. Das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. In der Klassenzimmer. Sollte auch eine Nudelsorte sein. Sollte eine Nudelsorte sein. Nicht, dass es eine Bandnudelsorte ist. Ich meine nicht. Good appetite. Naja, kann man das ja so mal, also das ist ja überall so. Das ist unglaublich, wie sich Erwachsene, in Anführungsstrichen, die sich Erwachsene schimpfen, eigentlich benehmen, verhalten. Also wie hier mit der Kinderkacke, wie die sich da oben behackelt haben, ey. Ich dachte, was redet ihr jetzt eigentlich? Soll ich das reparieren? Ja, nein. Kostet Summe X, fertig? Ja, nein. Kann man da immer noch überlegen. Es gibt tausende Fahrradläden in Berlin, glaube ich, mittlerweile. Ja. Kann man sagen, ja okay, das ist mir zu viel. Danke, tschüss. Ist überhaupt kein Thema, mit einer gewissen Höflichkeit und so. Aber nicht, ist so useless. Und dann so zu einer Freundin, die dir das so zur Verfügung stellt und für dich noch die Reparatur bezahlt. Okay, vielleicht haben sie gesagt, wir machen halbe. Das wird sie aufgeregt haben. Bloß dann musst du das klar äußern, musst du sagen, du passt auf, wenn kein Fahrrad gibt dafür, dann will ich das nicht machen.
Miet doch eins. Einfach mit Kindersitz. Die hätten mich direkt fragen müssen, ob wir Kindersitze vermieten. Aber ich habe das so übrigens nicht verstanden in diesem Kontext. Wenn sie sagt, wir brauchen dann auch noch einen Kindersitz in der Reparatur eines Privatrads. Das ist ja auch eher selten, dass jemand, wenn jemand mit seinem Fahrrad kommt und dann einen Kindersitz mieten will. Das haben wir noch nie gehabt. Doch, das hatten wir schon. Aber dann kommen sie nicht mit dem Fahrrad an und sagen, wir wollen das Fahrrad reparieren lassen und dann wollte ich noch einen Kindersitz haben. Die sagen das nicht in diesem Verbund. Die sagen dann halt, na, man vermietet ihr auch Kindersitze. Zack. Ein Fahrrad haben wir selber. So, sagen sie das ganz normal. Und das auf Englisch, Deutsch, was weiß ich. Hand, Kopf, Fuß. Krankheit. Aber so. Ja, ist halt nicht der Rede wert so richtig, aber irgendwie ist das schon anstrengend manchmal auch. Ich will mich dem auch entziehen. Ich habe auch so was ja keinen Bock richtig. Hallo? Oh, da kommt schon wieder Pakete, ich flipp aus, ey. Alles für euch. Sorry. Das ist nicht für euch. Das ist für deine euch. Frau. Ja, stimmt. Was soll denn das? Das hatte ich schon vorher gekauft, da wusste ich das noch nicht. Ja, lass die mal unterschreiben, die kann. Macht's gut, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Retour! Dynamo ausrichten! So, liebe Leute, also jetzt erkläre ich es nochmal von der Seite, weil die Streaming-Kamera auf der anderen Seite ist, sieht man das nicht so gut. Also, es geht darum, wie richtig ein Dynamo richtig aus zum Laufrad. Der macht hier furchtbare Geräusche. Jetzt haben wir den ein wenig runtergesetzt hier. Hier oben war er geklemmt. Dadurch war er zu schräg. Er muss nämlich so stehen, dass die Achse, ey, warum lasse ich heute alles fallen, das ist unglaublich, dass die Achse des Dynamos, so, ja, ist ja die Achse, auf die Achse des Laufrades zeigt, welche sich hier befindet. Und das haben wir hier sehr gut, ne, wenn man das hier mal so guckt, zack, das stimmt. Ne? Das ist eine Linie, und so kann er vernünftig laufen. Eine Stunde, 10 Minuten läuft das Ding schon durch. Ist ja furchtbar. Okay, also das Problem hier bei dem Rad ist, die Schaltung ist nicht eingestellt. Und es springt zwischen den Gängen hin und her. Hier sieht man, da ist irgendetwas falsch. Schauen wir mal. Gänge sollen springen. Ja, da wird jetzt mal gespannt. Da sind wir mal gespannt. Was passiert, wenn ich es spanne? Ich löse. Weil das war ja leicht. Und belächelt das immer alle hier so ein bisschen. Ja. Ich bin halt nicht professionell. Was willst du denn damit erreichen? Das hört halt mir so oft an. Weiß ich gar nicht, natürlich. Ich weiß es ehrlich gesagt ja nicht, was ich damit erreichen will. Das ist ein Hobby, klar, ja. Das ist mein Hobby sein. Fertig. Damit nicht erreichen will, kein reformieren oder so. Halt fest unten einfach. Einfach halten. Halbe Stunde, ja? Ja. Das ist ja was. Weil meine Zeuge sind andere als deins. Halt fest die Mutter. Okay. Halt mal die Mutter fest. Da, halt mal da fest. Genau. Okay. Ich Kreuz bewegen, nur zum Halten.
sondern den. Das ist, was ich hatte. Was Zehner. Für Nummer? Zehner. Okay. Ja. Gut. Aber der ist doch zu groß. Die Zange geht nicht. Das ist eine Kneifzange, die nimmt man zum Abkneifen oder zum Nägelziehen. Okay, also ich hoffe, es geht im Auto jetzt. Ja, ne. Der Sena, ey. Seit einer halben Stunde schon wirkt er an der Mutter rum, an der Schraube rum, an der Mutter schon Schraube und Anouk macht das in 10 Sekunden. Sehr gut. Der Wolfgang nimmt schon Platz. Was? Wolfgang nimmt schon Platz. Ja, auch. Als Verwirrstuhl. Ja, hau rein, Wolfgang. Das hat keiner was, weißt du? Das ist ja negativ anders. Ja, die ist ja wie früher. Jetzt kriegt er die Pelle gemacht. Ja, da kann es vielleicht sein, dass ich dich das noch nicht. Wolfgang, das sieht fantastisch aus. Das kleidet dich auch so. Du ölst ein bisschen, ansonsten ist alles gut. 50er ist das bestimmt, wa? Das ist so genial mit dem Aluform-Teil hier. Habe ich noch nicht geguckt, unten drunter wird ja was sein. Ein Gussstempel oder sowas. Auf alle Fälle ist das 50er. Schön gemacht hier mit dem. Den Einlagen. Der Wolfgang ist aber schön gemacht mit seinen Einlagen. Ja. Neuen Stuhl? Ja. Oh, ja. Hast du mal einen Stuhl gekauft, ne? Ja, ja. Wolfgang, pass auf, du drehst am Kreis hier. Du kriegst die Tür nicht zu. Bleib mal sitzen, nur, die Frisur ist noch nicht fertig. Ich wollte gerade sagen, muss noch ein bisschen was machen, wa? Zähne sind auch noch. Aha. Zähne. Mach mal keine Zähne hier. Weihnachtsbaum, weißt du, das ist der Unterschied zwischen einem Arsch und einem Weihnachtsbaum. Beim Arsch kommt erst die Bescherung, dann wird er geputzt. Der Weihnachtsbaum wird erst geputzt, dann kommt die Bescherung. Das ist schön gesagt. Ach Mensch. Ja, mal wieder zum Aufmuntern hier. Pass auf, jetzt, pass auf. Musst du rufen, kommt hoch. Hallo? Hallo! Ein Freund! Hä? Oh! Kurwa! Was machst du da? Mein Fahrrad. Ja, guck mal, weißt du, was das Laufrad kostet? Meine? Na, das, weißt du, was das kostet? Kostet richtig Geld. Das stimmt nicht. Ja, was heißt dicker? Ich bin nicht kaputt. Ja, das kannst du doch nicht machen. So ein Ding kostet richtig Asche. Katze. Wolfgang, warum schickst du den runter? Bist du verrückt oder was? Oh Gott. Ich hab meine Mutter. Ich glaube, der hat ja so einen Laden hier oben. Du hast nur bestimmt runtergetreten, so ja. Aha. Ja, doch. Ja, Wolfgang, aufpassen. So, was machst du? Warum kommst du hier runter gestolpert? Ich brauche eine. So eine. Die. Hier. Bremsanker? Ja. Ja, aber die Kette musst du selber aufmachen. Hier eine Schelle brauchst du hier. Ja. Schelle.
Na, ja, hol ich dir. Kannst du damit rausgehen? Ja, mein Hübscher. Ja, na, pass auf, Hübscher. Selber Hübscher. So, benimm dich. Mach das ordentlich, bitte. Sei so gut. Ich hol dir erstmal eine Schelle, okay? Mein Gott. Der Junge, der Mann hat mir just schon. Ja, fang mal an, du. Wolfgang, hast du gehört? Das ist auch kaputt. Das ist Kakerlacke, alle. Ja. Siehst du, er hat gesagt, du hast ihn geschubst. Du ich? Nicht du. Du nicht. Ja. Ja, komm, hör auf jetzt. Raus, mach mal raus. Rap. Was Rap? Foto. Da ist Reportage, Reportage. Nicht Rap. Pass auf jetzt, mach hier nicht kaputt, bitte. Nicht gut, das... Perfekt, das... Nicht meine. Doch, deine ist gerade von dem Rad gefallen. Der ist doof. Der passt. Mach oben ran, der war oben. Komm dann. Mit, ja, nur pass mal auf. Langsam, langsam. Bruder. Nix, Bruder. Du hast doch schon zwei Brüder. Wo ist denn die noch mehr hier? Bruder. Ja, liebste, die Bewohner in dieser Stadt, ja? Bruder. Willkommen in Berlin. Bruder! Passt nicht den, Bruder. Passt, wunderbar. Ich brauch dich hier. Ich will dir. Passt. Guckst du jetzt? Komm mit. Ja, ich komme. Geh. Zeig. Ich brauch den. Nein. Das ist doch wie Lampe. Jetzt geh da. Zeig da. Komm. Los. Hopp. Zeig doch. Das ist doch Quatsch. Ei. Ja. Du bist doch bei mir. Was machst du da jetzt? Was willst du jetzt machen? Du musst mir sagen, was du machen willst. Oh, guck, ich werde dicke bauchig. Das passt nicht. Passt. Guck. Ja, stell dich nicht so an, komm. Zeig, dass du es kannst. Du kannst dich. Mach's ein Video. Ja, weißt du doch. Immer. Zack. Zack. Passt. Guck, wo. Passt nicht. Passt wunderbar. Halt mal, was ist los? Was? Wie? Was? Wen schreist du schon wieder an? Nee, ich hab ja gerade den Nachbar hier gesprochen. Ist ja keiner da? Nur das gerade drin, ja. Ach so. Ich brauch Kette. Aber die Kette hast du doch hier, ist doch dran. Was hast du denn mit dem? Den, guck. Hast du hier? Wo ist hier Werkzeug? Ja. Warum ist hier zu? Ich hab nicht. Da hast du zugemacht. Ja. Ja, aber falsch. Falsch? Ja. Guck. Mach rein. Na komm, Junge. Was? Mach nix. Ordentlich, ja? Keine Beleidigung hier. Ja. Aufpassen. Guck mal. Ja. Warum ist hier Tommy Thompson? Der hat ein Nest da oben. Hat er gesagt? Ja. Hat der Nicker vorhin gesagt, aber du willst doch einen neuen Schlauch, oder nicht? Da musst du das eh abmachen. Das. Abmachen. Das. Ja, das abmachen. Geht nicht. Abgeht. War doch gerade. Okay, ist ab. Hallo? Ich geh Rapper, yes. Du gehst Rapper, ja. Yo, deutsche Berliner, hier, man, na. Genau, jetzt schraubst du auf. Na, hier oben ansetzen, hast du gar keinen Platz links und rechts. Hier oben ansetzen, von oben ansetzen, von hier ansetzen. Genau. Und das passt ja, nicht. Gepasst, oder? Ja. Guck. Siehst du, wunderbar. Jetzt wieder neu ansetzen. Jugendförderung nennt man das. Wie alt bist du?
20. Uiuiui, du bist ja gar kein Jugendlicher mehr, du bist ja schon Erwachsener, wa? Rauch ich. Das mit dem Rauchen ist sowieso nicht gut. Das ist ja auch eine gute Geschichte. Guck mal, wir wollen ja gucken, was du machst, wie du baust hier. So, jetzt die andere Seite machst du. Komm, mach die andere Seite, zeig mal. Nein. Yo. Kannst du doch alleine? Ja, yo, kannst du doch mal auch machen. Mein Handy, klar. Handy ist nicht so wichtig. Okay, Schritt beiseite. Deutsche Berlin-Gespeck. Berlin-Gespeck. Richtig abbauen. Gespeck, Gespeck, Berlin-Gespeck. Ich hab auch Arbeit. Ist ab. Das ist alter Schlauch. Alter. Das ist ein alter Schlauch. Okay, dann machst du den ab. Denk dran, er hat einen Krückstock außerdem. Ich hab auch ein Messer. Scheiße, Messer ist egal. Ich hab auch ein Messer. Küchenmesser, Steakmesser, Käsemesser. Guck mal hier. Ich brauch kein Messer. Wozu brauchst du kein Messer? Schneidest du kein Brot oder was? Achso, wir Brotschneider. Ja, Brotschneidemesser. Siehst du, brauchen wir ein Messer. Brauchen wir ein Buttermesser. Buttermesser habe ich auch zum Beispiel, genau. Ach, guck mal hier, was hier ist. Guck mal hier. Fühlst du? Siehst du? Guck mal hier, fass mal hier drin an. Vorsichtig, hier drin an. Da drin. Fühlst du? Kannst du eben abziehen. Ja, du musst raus, ne? Wie machen wir raus? Messer. Richtig. Nur ein Messer. Müssen wir operieren, ne? Nur Küchenmesser haben wir genug, wa? Wo kaufst du das Messer? Guck mal. Hast du, deswegen ist es kaputt. Wenn du jetzt die neuen reinbaust, dann hast du gleich wieder kaputt. Also mach das ordentlich. Immer die Arbeit ordentlich machen, okay? Sowas darfst du nicht drin lassen. Warte. Finger weg. Einmal kann auch. Und jetzt musst du. Einmal hier. Zack. Rein. Ohne zu verknoten. Ohne zu verdrehen. Ich hab's so hingekriegt. Na siehst du, das hast du doch gut gemacht. Ist er überall gemacht? So, guck. So. Drin. Fertig, okay? Jetzt machst du schon. Hier. Eine weg. Na, nicht eine weg, ist alles sauber. Ja, hier. Hä? Lecker. Ja, das ist dick. Das ist falsch. Mach nicht den. Du bist auch falsch. Hier. Nein, komm nicht da, eben nicht dahin. Gib her. Doch. Nein, kommt nicht. Das kommt hier. Das kommt. So, guck, so kommt das, okay? Okay. Verstehst du? Na, machst du. Jetzt erstmal fest. Geht. Okay. Hier, passt du. 15. Jetzt fährst du. 15er, genau. Gut fest. Tschüss. Ciao, na, das Ding ja schnell. Holger, oh, das ist hier was. Zwei Zähne. Nicht pupsen, ne? Ich muss mal brauchen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sag's mir. Was hast du denn verbrochen? Weiß ich gar nicht. Oh, hat auf die Straße gefunden. Geht ja auch. Hä? Dann kann ich ja gar nichts machen. Doch. Was kann ich machen? Du drehst es. Ich drehe es ja schon. Ja, aber alle drehe ich dann. Dann drehe ich alle? Ich mach die rein. Ja, guck mal. Ja, wir machen gleich den nächsten rein. Den habe ich hin zu da. Können wir noch nicht rennen, wo es fällt. Jetzt ist wieder dick. Ich arbeite. Nicht Spaß das, hoffentlich passt das. Nein, das ist ja die Ersatzspritze. Tommy, ich hab doch einen Nippel versaut. Hör mich von dir. Als das.
aufgeschossen war. Ach so. Da ist ja einer verstopft. Na, hol doch raus, den Rest. Wie will man das rausholen? Hol mal den Nippel erstmal raus. Ja, das hab ich auch schon probiert. Ich auch. Und das... Weil er schon festgemacht hat irgendwie. Ach, na ja klar, der kontert natürlich. Weil du hast den ja drin gezogen. Bis... Ja, 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 der ist so ein Stück jetzt drin. Der ist sozusagen vollgeschraubt. Der ist so. Du hast doch so einen kleinen Nippel, oder? Du machst mir irgendwann runter wieder. Na, wenn du meinst. Ich bin ja hier. Ja, ja, leg mir vor, er nimmt mich da. Oh Mensch, das ist ja was. So, wir machen Feierabend jetzt. Damals war es nicht du gemeint, aber ist schon okay. Ach so. Warum pumpst du nur so kompliziert? Das sieht furchtbar aus. Ja, irgendwie. Ja, guck du mal, was er falsch macht. Sag mal den Kollegen, was er falsch macht. Aber du kommst mit. Ja, ich komm mit. Unterstütze dich, falls er hauen möchte. Hä? Das ist nicht richtig drauf, was? Aber ich glaube, jetzt geht es. Warte mal, jetzt ist er schon richtig hier. Und dann, also wir probieren es nochmal des Probierens wegen. Richtig ruf, Hebel rum und jetzt probieren wir. Hört sich doch viel besser an. Sieht aus, als hättest du Mickey Mouse Ohren. Mit diesen zwei... Das kriegst du nicht hin. Das ist anstrengend. Anstrengend. Digga, lehn dich an und Teppi ab. Und dann mache ich dir einen schönen Fahrradschwanz, dann bist du fest. Ach ja, bitte, bitte einmal föhnen und legen. Nein, nein, nein. Vielleicht Lampe. Warum hast du keine? Ist das nicht Standardzeug? Mutter. Also Mofa. Hier, nee, genau, die haben Mofa-Prezier um die Ecke. Der hat die. 100%. Au, ah. Ein Mofa-Prezier, wo ist das denn? Ja, hier, der Simson-Typ hier. Jetzt so. Kenn ich nicht. Wieso denn nicht? Ich bin nur hier. Da, wieso kennst du nicht? Fertig. Du hast ihn zart. Das sieht gelungen aus. Du hast ihn dort. Ich bin Samurai oder Yoga-Lehrer? Samurai. Also, diese Ecke hier ist? Around these corners. Das ist ein Chicken Box. Oh. Mein liebes Freundchen. Steh auf und dann. Zack, zack. Steh auf. Zack, zack. Los, steh auf und dann. Zack, zack. Hast du noch einen Haken für mein kleines Opfer da? Steh auf und zack, zack. Zu. Ach Mama, so. Ich hab dich lieb. Das bringt mir zu lange bei dir immer. Oder wann kümmerst du dich drum? Ja. Holzerte Sitzhöhen. Weil das kann man nehmen, drehen und anders wieder rufen. Ja. Ach cool. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mit welcher Funktion, aber es sind unterschiedliche Polster. Wart vielleicht mal. Das ist doch cool. Der hat ja auch nicht einen Kratzer. Mhm. Noch keine Macke, also keine bedeutende. Papa, lass mal bitte. Du entspannst dich. Wie kriegt man das wieder nach oben? Kriegt man das mehr nach oben? Geht noch weiter, ja. Ja, aber Maximum. Also das kann man auch einstellen. Sitzhöhe, Neigung. Um Gottes Willen, das ist ein Multifunktionsstuhl. Okay, Papa, entspann dich jetzt. So schon gar nicht, Fräulein. Ich werde mal reinräumen ein bisschen. Dann entspanne ich mich eben. Ja, entspann dich mal ein bisschen. Sei mal ein bisschen entspannt. Wir räumen jetzt rein. Machen jetzt Feierabend. Gute Nacht. Weiter nach oben.